Warum der September soll es ein Lesewichtchen geben? Ihr habt mir die Möglichkeit abzustimmen beim Lesewichtchen. Es ist zeitlos neue Lesewichtchen. Das heißt, eins von den Büchern landet auf meiner Leseliste für den nächsten Monat. Hallo ihr Leseratten, ihr seid wieder gefragt beim Lesewichteln und hier liegen 5 Bücher, auf die ich tatsächlich alle Lust hätte. Auf die ich alle Lust hätte. Reden ist heute nicht meine Stärke. Egal. Fangen wir einfach an. Das erste Buch ist wieder ein 3-Ausrufezeichen-Buch und zwar Die Maske der Königin. Ja, das habe ich glaube ich sogar auch schon, ja genau, auch als Hörspiel schon mal gehört. Soweit man es hören kann, wenn man dabei einschläft, aber ja. Das heißt, Anfang kenne ich auf jeden Fall. So, dann das nächste habe ich schon als Film gesehen und hatte das aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es davor oder nach erst zu mir gekommen ist. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall möchte ich in dem Fall das Buch tatsächlich noch lesen, weil mir der Film unglaublich gut gefallen hat. Und zwar Der Teufeltrick Prada von Laureen Weisberger. Wie nennt man sie denn? Laureen? No, egal. Ja. Gibt es ja auch eine Fortsetzung, zumindest als Buch von. Habe ich noch nicht hier, aber wie gesagt, Teufeltrick Prada fand ich großartig. Ich hätte es nicht erwartet, weil irgendwie hat mir das so nicht so richtig zugesagt, als ich immer davon gehört hatte, aber wie gesagt, der Film war toll und deswegen möchte ich unbedingt das Buch lesen. Ganz unbedingt. Wow, ist das eine Muggelschrift. Okay. An das nächste Buch hatte ich inzwischen auch schon mehrmals gedacht, dass ich es endlich mal lesen müsste, weil Abschied einer Trilogie, ich habe es im Tech ja mal erwähnt, dass Trilogien und ich sind ja nicht unbedingt die besten Freunde, was so Beenden der Trilogien angeht. Und das hier ist tatsächlich der letzte Band, der dickste Band noch davon, und zwar Das Buch der Zeit der magischen Reihe von, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ja. Und das wartet hier schon eine ganze Weile, auch auf gelesen zu werden. Und wie gesagt, es ist wirklich, wirklich dick. Aber ja, das fühlt sich so toll an. Und das nächste Buch habe ich erst vor kurzem gegen eine schönere Ausgabe getauscht. Wer meinen Blog gesehen hat, weiß das vielleicht. Ach, der kommt ja erst online. Ach, das wird jemand im Blog erfahren. Und es ist so ein Thriller und ich habe ja gesagt, ich bin gerade nicht so auf dem Thriller-Trip. Allerdings, als das Buch wieder in der Hand hat, dachte ich so, ja, wenn ihr gleich seht, was auf dem Cover ist, werdet ihr auch wissen, warum ich das so sage. Und zwar Kein Entkommen von Linwood Barclay. Und zwar, hallo, Kettenkarussell? Er spielt in einem Vergnügungspark? ja. Mehr weiß ich da auch nicht. So, dann nochmal ein Jugendbuch und zwar Mystery Club Verdächtig. Von Fiona Kelly. Genau. Das waren alle Bücher und wie gesagt, ich hätte auf jedes einzelne wirklich wahnsinnige Lust. Von daher bin ich umso gespannter, welches gewinnen wird und in welches ich mich dann im Mai reinfallen lassen kann. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bye, bye!